Diese Tante Ju ist eine Kopie des Originals. Und ganz so kann es auch einer Stadt ergehen, indem sie nämlich kurzerhand kopiert wird. Wahre Meister in dieser Disziplin sind die Chinesen, die gerne Retortenstädte hochziehen, die dann etwa Paris ähnlich sehen. Der Schweizer Architekt und Zeichner Matthias Knehm hat in seinem Comic mit dem Titel «Die kopierte Stadt» Zürich an den Stadtrand der chinesischen Partnerstadt Kunming gesetzt. Ausgerechnet Zürich, das sich schweizweit nicht ohne Arroganz als einzige wahre Stadt sieht, wird also zur Agglo in China. Er wagt sich an Tabus und liebt kühne Visionen. Matthias Knehm, ein Comiczeichner, der sich mit Vorliebe dem Reizthema Stadt, Land, Agglomeration widmet. Kein Wunder, der Mann ist auch Architekt. Das Schöne an der Architektur ist, dass es ein wunderbares Feld ist, um sich seine Fantasien auszumalen, seine Fantasien können erleben, seine räumlichen Fantasien. Und das ist genau das, was mir am meisten Spass macht an diesem Metier. Also es sind wirklich die Raumsituationen, Städtesituationen, die dann auch Kulissen geben für meine Geschichten. Die entwickelt er in einem Zürcher Architekturbüro. Früher entwarf er hier Umbauten, heute vornehmlich Bilderwelten. Sein neuester und neunter Band behandelt ein globales Problem, unseren steigenden Wohnbedarf. In die kopierte Stadt schlägt Matthias Knehm vor, wie dieser schnell gestillt werden könnte. Durch originalgetreues Nachbilden von intakter Infrastruktur. So entsteht Zürich in China ein zweites Mal. Ist das Wahnwitz oder Ernst? Beides. Muss alles wirklich neu sein? Muss alles eine neue Erfindung sein? Oder können wir nicht auf Sachen zurückgreifen, die funktionieren? Das hat mich interessiert, weil die Stadt Zürich ist eine wunderbar funktionierende Stadt, hat eine sehr hohe Lebensqualität. Warum alles neu erfinden? Nehmen wir doch das, was es gibt. Wir können es exportieren, wir können es auch in China bauen. Es klingt grotesk. Matthias Knehm lässt die Kopie von Zürich als Agglomeration wieder auferstehen. Und zwar vor den Toren Kunmings, Zürichs realer Partnerstadt in China. Aber dieser provokative Gedanke ist nicht fernab der Realität. Die rapide wachsende Millionenmetropole plant tatsächlich einen Gürtel mit Satellitenstädten. Zudem gibt es in China schon verschiedene Kopien von europäischen Architekturikonen. Die Viertel sind beliebt bei Besuchern. In künstlicher Umgebung zu wohnen, lehnen jedoch viele ab. Etwa in der modernen Version von Ordos, einer chinesischen Stadt der Inneren Mongolei. In der Monotonie von Neu-Ordos hat sich kaum Leben eingestellt, obwohl immer mehr Chinesen vom Land wegziehen. Sie wollen in die Metropolen, nicht in die Retortenstadt. Fatal wären Zwangsumsiedlungen. Aber die Überlegung, durch eine kopierte Stadt rasch Wohnraum zu schaffen, der sich anderswo bewährt hat, findet Matthias Knehm spannend. Wenn man das richtig angattigt mit Erschliessung, mit Schulen, mit Einkaufsmöglichkeiten usw., wenn das von Anfang an gut positioniert wird, dann kann dort auch relativ schnell Leben entstehen. Auch sein Szenario für die Agglomeration in der Schweiz lässt aufhorchen. Der 45-Jährige dokumentiert Entwicklungen, die er dann in seinen Comics aufgreift. Wie im Glattpark, einem neu entstehenden Wohnraum für 20.000 Menschen an der Zürcher Stadtgrenze. Für Matthias Knehm ist klar, das Mittelland, wo er selbst aufwuchs, verschmilzt zu einer einzigen heterogenen Stadt. Die Stadt ist halt undicht, wenn man so will. Sie ist nicht dicht bebaut. Es gibt halt Debris. Ich habe es im Buch die Bekehrung als Geschwür bezeichnet. Das ist recht drastisch. Es ist vielleicht ein Geschwür, aber es ist durchaus eines, das man gerne bekommen könnte. Lieber hätte er aber, wenn sich die Vision aus die Bekehrung verwirklichen ließe. Plakate seiner Graphic Novel von 2011 skizzieren das Gestern, heute und morgen des Mittellands. Links den einstigen stark landwirtschaftlich geprägten Raum, in der Mitte die jetzige Zersiedelung und rechts deren zukünftige Entschlackung. Eine Schweiz, die nur noch aus dicht bebauten Städten besteht und weitläufigem Grün. Die Agglomeration ist verschwunden.
Es wäre natürlich schön, alles wäre ein grüner, wunderbarer Naturteppich und dann die einzelnen kompakten Städte verbunden mit einer Hochbahn, man kann überall durchlaufen. Das sind natürlich Visionen, die tatsächlich nur in einem Comic gehen. Aber ich glaube, es löst Emotionen aus, wo man sich tatsächlich fragt, ja, wo wollen wir hinsteuern? Wäre das tatsächlich eine Möglichkeit für die Zukunft? Im Gegensatz zur Architektur muss sich eine Comic-Geschichte nicht umsetzen lassen. Sie soll Denkanstöße liefern, Diskussionen lancieren. Und das leistet das Werk von Matthias Knehm.